84.000 Gems. Wir haben hier noch Free-to-Play-Kisten auch noch dazu. Und der Mega-Ritter ist draußen und so. Schon wieder eine Legendary. Richtig geil. Na, hoffen wir, komm. Ich muss auch, glaube ich, noch einen Mega. Jo Leute, was geht? Chef Strobel ist hier am Start mit einem neuen Video. Ich bin ein bisschen heißer, ich komme gerade von der Gamescom. Ich hoffe, das ist gar kein Problem, denn wir haben ein richtig geiles Opening vor. 84.000 Gems, wir haben hier noch Free-to-Play-Kisten auch noch dazu. Und der Mega-Ritter ist draußen und CK Gaming hat mir das bereitgestellt. Ich werde auch seinen Channel verlinken für YouTube und Twitch. Ihr könnt mal gerne Hallo sagen, das auschecken, wenn es euch gefällt. Gerne ein Abo und Follow da lassen, er wird sich bestimmt freuen. Ein mega, mega großes Dankeschön an ihn für so ein geiles Opening. Ich will euch jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir schauen gleich mal, was abgeht. Wie gesagt, CK Gaming auf YouTube, CK Gaming unterstrich YouTube unterstrich auf Twitch. So, ich mache das wieder bei BlueStacks, dass das hier nicht anfängt zu hängen oder so. Eine Sache werde ich auch noch ganz kurz machen, dass man den Mauszeiger nicht mehr sieht, weil ich denke mal, das nervt in der Aufnahme nur. Hat auch 12 Siege. Das ist richtig geil. Ich denke, wir fangen mit der epischen Chest an. Da kann keine Legendary rauskommen. Er hat gesagt, er braucht noch 5000 Gems über. Und dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank. 9 Kanonenkern ist schon mal ein richtig geiler Anfang. Vielen lieben Dank. Jetzt sagen, danach kommt die Magical Chest. Und dann mal schauen. Wenn da gleich mal eine Legendary drin wäre, das wäre natürlich wieder brutal. Ist es leider nicht. Dann bitte immerhin eine gescheite epische Karte. Auf jeden Fall die Skarmy ist relativ okay, würde ich sagen. Machen wir jetzt die Legendary-Truhe auf. Und hoffen gleich mal auf den Mega-Ritter, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ah, die Nachthexe wäre damals richtig geil gewesen. Aber jetzt ist es so ein Mittelmaß. Dann machen wir zuerst. Hat er noch die Turniertruhe? Ne. Die Clan-Truhe. Dann machen wir zuerst hier die Mega-Ritter-Herausforderungstruhe auf. Hat er ja auch 12 Siege geschafft. Sehr geil. Mal sehen, ob ich ihm hier vielleicht ein bisschen Glück bringen kann. Und hier auch noch eine Legendary ziehen. Hier ist ja halt die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering. Ihr braucht jetzt alle epischen Karten. Die kommen leider nicht. Haben wir 6 mal den Tornado. Ist auch okay. Und ich würde sagen, wir springen die erste Super Magical Chest und dann geht's wirklich richtig los mit dem Opening. Für den lieben CK Gaming. Das sind schon mal richtig viele Common Cards, das ist richtig gut. Jetzt brauchen wir alle Rare Cards, bitte. Ja, sehr schön. Alle epischen, noch geiler. Und das ist schon mal die erste Legendary aus der SMC. Und ich hoffe, dass wir noch viele weitere ziehen werden. Und das ist die Princess. Okay. Wir sind auf der Suche nach dem Mega Ritter. Ist halt die Frage, hat er den schon auf irgendeinem Level oder ist er noch Level 1? Das wollen wir kurz gucken. Er ist noch Level 1, alles klar. Wir können anfangen mit der Super Magical Chest Nummer 1. So. Wir brauchen nur Legendaries. Und das sollte auch eine werden. Das sollte keine werden. Okay, krass. Erst SMC, keine Legendary. Sah am Anfang sehr gut aus. Egal. Gehen wir gleich ins nächste. Jetzt bitte alle. Oh mein Gott, ist das. Doch, das ist eine. Oh mein Gott. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt schon wieder so ein Fail. Wir brauchen, wie gesagt, nur den Mega-Ritter. Das wäre extrem. Okay, nur den Mega-Ritter ist übertrieben, aber ich habe den Wunsch, dass ich am meisten, dass wir den wenigstens auf 2, mindestens auf 2. Eigentlich sollten wir ihn auf 3 bekommen nach so einem geilen Opening. Hoffen wir das mal. Und schauen einfach mal. Jetzt alle Rare Cards bitte. Sehr schön. Wir ziehen noch ganz auf die Kanonenkarre. Die kann er auch eventuell spielen, wenn er Lust hat. Jetzt bitte den Mega-Ritter. Ja! Mega-Ritter! Auf Level 2. Let's go. Und da ist der allererste. Bräuchte noch viermal. Bin ich mal gespannt, ob wir ihn noch viermal ziehen. Die Banditin ist ja auch nicht auf so einem hohen Level. Deswegen schauen wir einfach mal. Jetzt müssen noch alle epischen kommen. Ja, sehr schön. Da räumen wir auf jeden Fall auch ab. Wenn wir sie jetzt gleich wieder ziehen würden, das wäre natürlich extrem brutal. Ah, das ist das Holz, ist auch okay. Geht auch Richtung Level 4. Wie gesagt, Legendaries sind Legendaries. Die kann jeder gebrauchen. Also wir ziehen ganz auf die Kanonenkarre, habe ich schon gesagt. Wieder alle epischen, sehr schön. Und das Giant Skeleton auch sehr oft. Extrem krass. Schreibt mal in die Kommentare, auf welchem Level ihr den Mega-Ritter habt. Den Friedhof ziehen wäre gut. Ihr wisst ja, die Chance, Legendary Cards zu ziehen, ist ja relativ gering. Sagen wir relativ. Man hat schon eine Chance. Aber dann halt auch die zu ziehen, die man will. Weil es so viele gibt, ist halt schon gering. Friedhof geht aber auf Level 4. Können wir auf jeden Fall gebrauchen, die Karte. Gehen wir gleich mal weiter. Wir haben bis jetzt nur aus einer Chest, keine Legendary. Hier kommt die nächste. Let's go. Und ich würde sagen, wir brauchen den Mega-Ritter. Wir haben bis jetzt so, schon wieder eine Legendary. Richtig geil. Und dann hoffen wir, komm. Ich muss auch, glaube ich, noch Mega. Haben wir noch so viele. Die können wir gar nicht im Opening ziehen. Jetzt schauen wir, die Kanonenkarre haben wir auch sehr oft gedreht. Opening machen, wenn es losgeht. Also, wir ziehen echt jede Legendary einmal durch. Aber wie gesagt, wir brauchen eigentlich nur den Mega-Ritter.
Dafür ist ja das Opening hier da. Eine epische Karte, mit der können wir gar nichts anfangen. Und das ist wieder eine Legendary. Sehr gut. Also das Luck ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Wir ziehen hier den Friedhof. Jetzt haben wir die erste doppelte Legendary gezogen. Gehen wir gleich weiter. Haben wir auf jeden Fall noch ein paar Kisten vor uns. Das ist schon mal gut. So, die Common Cards sind weg. Die Rare Cards, das ist auch wieder eine Legendary. Also mit den Legendaries läuft es gerade sehr gut. Eine in der allerersten hatten wir nicht. Und jetzt, Inferno. Wie gesagt, die Chance halt, den Mega-Ritter zu ziehen, ist halt relativ gering, wie gesagt, weil du halt noch so viele andere Legendary Cards hast. Ist das schon wieder eine? Yes, Mann. Also, in den Legendaries läuft es auf jeden Fall hier richtig gut rein. Das freut mich. So, jetzt drei miteinander den Inferno-Drachen gezogen. Ich würde gerne eure Meinung in die Kommentare haben. Ist eine Karte, kann man spielen, braucht man aber sehr viel Skill und wir wollen eigentlich den Mega-Ritter, weil Elektro, wie gesagt, ist jetzt zurzeit immer noch oft gespielt, auch durch die neue Meta. Da wollen wir keinen Inferno-Drachen, bitte. Bitte, Supercell, tut uns das nicht an. Vielen Dank. Und jetzt bitte den Mega-Ritter. 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 Ah, den Nachthexe. Wie gesagt, ist auch noch spielbar, aber halt seit den Changes gar nicht mehr so stark. So, das sollte jetzt, glaube ich, keine Legendary. Ne, das sind zu wenig Karten, leider. So, das zweite Mal, dass wir keine Legendary ziehen. Hoffentlich kommen wir jetzt nicht noch in so eine Pechsträhne, dass wir jetzt gleich zweimal hintereinander haben. Das hasse ich immer ganz hart an Super Magical Chests, wenn das passiert. Ich schwör's euch, das passiert so oft, dass er zweimal hintereinander keine Legendaries zieht. Ich weiß nicht wieso, ob das ein Algorithmus von Supercell ist. Jetzt kommt wieder eine. Ich weiß es nicht. Ich habe das gewusst. Keine Ahnung. Ganz komisch. Wieder der Friedhof. Lol. Ja, Mega-Ritter ist noch nicht so. Und Point, wir dürfen noch zweimal öffnen. Dann war es das leider. 5000 Gems soll ich noch übrig lassen. Wieder eine Legendary. Wir kriegen ihn nicht mehr auf Level 2, nicht mehr auf Level 3, aber immerhin die Hälfte wäre echt ganz geil. Alter, wir ziehen wieder den Friedhof. Das ist so ein Friedhof-Account hier. Der geht auch Richtung Max. Wir können jetzt noch einmal öffnen. Vielleicht reicht es auch für eine Giant Chest. Können wir mal schauen. Weil da ist ja die Chance, auch eine Legendary zu ziehen. Da auf jeden Fall. Gut, wir haben dreimal keine Legendary gezogen. Den Rest hatten wir. Den Mega-Ritter haben wir auf 2 gebracht. Wir haben aber ganz oft die Nachthexe, den Friedhof und den Inferno Dragon irgendwie gezogen. Die wollten irgendwie oft gezogen werden. Ja, da hat er genau 5000 Gems. Ich würde sagen, wir machen noch eine Giant Chest auf. Wenn da jetzt noch eine Legendary rauskommt, dann wäre das der übelste Call. Leider nicht. Okay. Schade. Er hat ihn aber auf jeden Fall auf Level 2. Ich würde sagen, wir leveln ihn auch gleich mal auf Level 2 hoch. Er wird den wahrscheinlich eh spielen. Sehr schön. Schade, dass es nicht gereicht hat, ihn noch viermal zu ziehen. Vielen Dank nochmal an CK Gaming YouTube. Gerne mal auf YouTube abchecken. Ich werde seinen Kanal, wie gesagt, in der Beschreibung verlinken. Werde es auch nochmal in die Kommentare schreiben. Auf Twitch heißt er, so wie hier, CK Gaming YouTube unterstrich. Er wird sich freuen, wenn ihr da gerne Follow da lasst. Ein Abo, lasst ihm eine Chance. Gönnt euch mal seinen Content. War echt ein extrem geiles Opening. Vielen lieben Dank. Kannst du mal sagen, oder ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Mega-Ritter findet. Auf welchem Level ihr den Mega-Ritter habt. Und was ihr so an den neuen Meta findet. Wie gesagt, ich muss mir die Karte auch noch so ein bisschen erspielen. Vielleicht auch wieder ein bisschen reinpayen. Ich weiß noch nicht, wie ich das ganz genau mache. Vielen lieben Dank. Lasst gerne ein Abo und lasst gerne ein Like da. Ich würde mich freuen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut da rein, euer Chef.